welcome to the first Creative Mornings Tuesday lunch event, because it wouldn't be Creative Mornings if it weren't a little bit unpredictable and a lot bit exciting. So can you please do jazz hands if you are calling in from Hamburg? I'm clicking through to see. It's a lot of us. Hi, welcome from Hamburg. And if you're coming from somewhere outside of Hamburg, can you do jazz hands then? Oh my goodness, yeah, that's also really exciting. So you're not here to listen to me speak, you're here to listen to our wonderful speaker, Katrin, speak about our topic, which is purpose. And it was chosen by our Indianapolis chapter and illustrated by Jason Ratcliffe. Every month, a Creative Mornings chapter throughout the world is given the opportunity to choose a topic. And what an amazing topic for this time right now. And as you notice, we're doing something totally different. So this is brand new because we all have had to question, what does purpose mean? And we're really excited to have Katrin Schwanz, owner of Mind the Business, to help us navigate this weighty topic today. Katrin is a coach and a mindfulness trainer, and with her company, Mind the Business, assists companies and individuals to find clarity with tools and processes. And while Creative Mornings Hamburg was in need of some clarity and purpose, Katrin came to the rescue. She works between Hamburg and Berlin, and today we are super excited to have her virtually. So if everybody can do some jazz hands to thank Katrin for joining us today. And I am going to give the screen to you. Okay, so ich starte hier in Englisch, aber ich mache jetzt mal auf Deutsch weiter, wie besprochen. Wow. Danke Rachel, danke Maike, was für ein Start in die gemeinsame Mittagspause. Danke für die tolle Vorstellung und danke für ans ganze Creative Mornings Hamburg Team für die großartige Vorbereitung. Ein Sorgerteam an die Community, vielen Dank, dass ich Teil eurer Mittagspause heute sein darf. Genau, dass ich Teil eurer Mittagspause sein darf. Und wir werden heute zusammen einen Workshop erleben. Das heißt, ihr werdet nicht nur mir zuhören, sondern ihr werdet auch euch zuhören. Und ich starte unsere gemeinsame Zeit mit einer Sache, die man eigentlich überhaupt nicht macht in Workshops und in Vorträgen. Aber ich dachte mir, heute ist alles anders. Wir begegnen uns das erste Mal hier bei mir im Arbeitszimmer, bei euch im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, auf dem PC, wo immer ihr auch gerade seid. Und wir machen das heute digital, wir machen einen Workshop, es sind mehrere Städte, mehrere Länder dabei, also alles ist anders, also starte auch ich anders als normalerweise. Und wie wir das machen, das erzähle ich euch gleich. Als ich das erste Mal mit Maike vom Creative Mornings Organisationsteam zu dem Thema Purpose gesprochen habe, zu dem Thema dieses Monats und wir darüber gesprochen haben, ob ich nicht etwas zu dem Thema machen kann, ist mir als Yoga-, Meditations- und ich würde mal sagen pragmatischen Spiritualitäts-Junkie direkt eine Definition und ein Zitat eines spirituellen, sehr, sehr bekannten Lehrers eingefallen. Und dieses Zitat seht ihr hier oder diese Definition. Das sagt das Gesetz des Dharmas oder Purpose im Leben. Jeder hat einen Purpose in seinem Leben, ein einzigartiges Geschenk, mit dem er andere beschenken kann. Wenn wir dieses einzigartige Geschenk in den Dienst anderer stellen, werden wir Ekstase und den Jubel erleben. Und das ist das ultimative Ziel aller Ziele. Und seitdem ich so in diesem Yoga-Bereich unterwegs bin, denke ich ganz, ganz oft über dieses Zitat nach und will euch jetzt mal fragen, wie ist denn eure erste Reaktion, wenn ihr diese Definition von Purpose lest? Das heißt, ich möchte erst was über euch erfahren, bevor ihr überhaupt irgendwas über mich erfahrt. Und das mache ich sonst eigentlich nicht. Und damit starten wir mal die Umfrage oder nehmt euch noch einen kurzen Moment Zeit, das Zitat, die Definition nochmal zu lesen. Und dann möchte ich euch bitten, einmal in der Umfrage, die wir jetzt starten, anzugeben, was so eure erste Reaktion ist, als ihr das oder war, als ihr das gelesen habt. Ja, sehe ich genauso. Keine Ahnung, kann dem nicht zustimmen oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder nein, ich kann dem nicht zustimmen. Okay, die Hälfte hat schon teilgenommen. Nochmal fleißig klicken.
Vielleicht die, die noch nicht geklickt haben, nochmal, was kommt euch gerade in den Sinn? Und dann würden wir die Umfrage auch gleich beenden. Okay, super. Dann geben wir mal einmal die Resultate frei. Also, 52% haben gesagt, ja, sehe ich genauso. Ein kleiner Teil von euch sagt, nein, dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Und 41% sagen, pff, keine Ahnung. Also ihr seht, es gibt ganz viele Meinungen auf dieses Thema oder zu diesem Thema, zu diesem sehr, sehr großen Thema, was gerade ein Thema in vielen Firmen ist, aber auch für jeden persönlich ein Thema ist. Und für viele ist es total wichtig und das ist auch wichtig, aber einige von euch wissen auch nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen oder wieso die erste Meinung dazu ist. Und wie ihr vielleicht, wenn ihr euch den Titel dieses Workshops, den ich ausgewählt habe, denken könnt, warum nicht Purpose nirgendwo hinbringt, aber der Weg zum Nirgendwo bringe ich überall hin, möchte ich heute mit euch einen etwas kontroversen Blick auf dieses Thema Purpose und wie wichtig ist Purpose und brauchen wir überhaupt Purpose werfen. Warum möchte ich das machen? Weil ich spätestens in den letzten 2 Jahren meiner Selbstständigkeit gemerkt habe, dass es mehr braucht als Purpose, um glücklich und erfolgreich zu sein. Und dieses mehr aber dazu führen kann, dass man seinen Purpose entdecken kann oder sich selber entdecken kann. So, jetzt aber endlich ein paar Worte zu mir. Ich bin Katrin, Gründerin von Mind the Business, Katrin Schwarz aus Berlin, und arbeite unter dem Namen Mind the Business hauptsächlich als Teamcoach und Leadership Coach und helfe Teams dabei, ihre Stärken zu entdecken, ihre Stärken so zu bündeln, dass sie erfolgreich miteinander arbeiten. Wachsende Teams, neue Teams, Teams, die vielleicht gerade nicht so gut miteinander arbeiten, fachliche und interdisziplinäre Teams, und helfe auch Führungskräften dabei, sich selber kennenzulernen, sich selber gut führen zu können und darüber die Kapazität und überhaupt erst die Möglichkeiten zu haben, auch andere Leute führen zu können. Das mache ich seit 2 Jahren. Davor habe ich 15 Jahre in der Werbung gearbeitet als Projektmanagerin und die letzten Jahre als Führungskraft. Und die Werbebranche ist eine sehr schnelle Branche. Viele von euch kommen aus dem Bereich. Wir sind ja über den Creative Mornings Hamburg und kommen aus dem Bereich, wissen, wie herausfordernd es sein kann mit Kunden, mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Budgetdruck und allem, was man da so hat. Und dazu war es dann für mich auch herausfordernder, schwer, so in der Rolle der Führungskraft anzukommen damals. Also den Anspruch, den ich an mich hatte, wie ich als Führungskraft sein möchte oder wie ich das machen möchte, den zu erfüllen, das hat mich ganz schön strugglen lassen in meiner Festanstellung. Und dann habe ich einen Weg für mich gesucht, wie kann ich damit gut umgehen, und bin zum Yoga gekommen, zur Meditation und zur Achtsamkeit. Und habe das als Wegbegleiter für mich entdeckt, halt gut mit dieser schnellen Welt umgehen zu können. Und genau damit bin ich auch in meine Selbstständigkeit gestartet. Ich wollte Achtsamkeit in Unternehmen bringen. Ich wollte Achtsamkeit in Teams bringen. Ich wollte ihnen dabei helfen, ihren Stress, den sie haben, zu reduzieren. Das war mein Purpose, mit dem ich gestartet bin. Was mache ich heute? Ich trete heute hauptsächlich dafür an, Teams zu stärken, Teams zusammenzuführen, Teams zu ihrem Erfolg zu führen und auch Führungskräfte zu stärken und ihnen zu helfen, sich selber kennenzulernen und sich selber gut führen zu können. Das heißt, dass Achtsamkeit als Thema, das ist sicherlich noch ein Bestandteil, weil ihr habt ja gerade schon gesehen und Rachel hat es auch gesagt, ich arbeite auch als Mindful Leadership Trainerin und Stressmanagement Trainerin. Aber das, was ich einen Großteil meiner Zeit mache und was Kunden in mir sehen und von mir wollen, ist, dass ich ihre Teams und ihre Führungskräfte begleite. Und als ich angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, muss ich sagen, wäre ich überhaupt nie auf die Idee gekommen, das zu machen, weil das der Umgang mit Teams war früher oder
Teams zu stärken, einzelne Personen zu stärken, Kompetenzen und Stärken in den Teams hervorzuholen und die Leute zum Erfolg zusammenzuführen, jedem mit seiner Kompetenz da sein zu lassen, was ich ja als Teamcoach mache. Das war früher, als ich noch als Projektleiterin gearbeitet habe, meine größte Selbstkritik. Weil in der Werbung haben mitunter andere Sachen gezählt, oder das war zumindest in meinem Kopf, dass andere Sachen gezählt haben, als die Leute zu stärken, Vertrauen in die Teams zu bringen. Und auch der Struggle, den ich auf dem Weg zur Führungskraft hatte, also mich zu hinterfragen, will ich als Führungskraft sein? Wie kann ich das alles angehen? Was habe ich denn für Ziele? Welche Stärken habe ich? Kann ich das überhaupt? Und nicht direkt die perfekte Führungskraft zu sein. Auch dafür habe ich mich kritisiert. Und genau das mache ich heute. Und wie bin ich da hingekommen, aus dem, was mein größter Stressfaktor war, also das, wofür ich mich kritisiert habe, dass ich das heute in Teams tragen kann. Und zwar habe ich, die Anfang der Selbstständigkeit war nicht immer so einfach. Man investiert sehr, sehr viel, hat eben diese Idee, diesen Purpose, den man in die Unternehmen tragen möchte. Und nicht jedes Unternehmen schreit Hallo, um ehrlich zu sein. Und nicht jedes Unternehmen hat auf dich gewartet. Das heißt, man kriegt auch so ein bisschen Gegenwind und so richtig weiß man gar nicht, ob es funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass ich so dachte, puh, ja gut, Katrin, was kannst du denn dann, ne? Also was machst du dann in der Selbstständigkeit oder was ist es denn, wenn das mit Achtsamkeit gar nicht so einfach ist? Und habe mich dann hingesetzt und habe mir mal angeguckt, was ich über die Jahre gemacht habe und was erfolgreich war und habe festgestellt, dass das, wofür ich mich früher kritisiert habe, also die Teams gut zusammenzuführen, dass das eigentlich immer das war, wonach ich gefragt wurde. Also ich bin immer in Projekte reingekommen, die komplex waren, wenn Projekte, die kurz davor waren, gegen die Wand zu fahren und habe es dann gut geschafft, eben die Leute wieder, wie man so schön sagt, auf Spur zu kriegen und zu einem Ergebnis zu führen. Und habe das dann für mich festgestellt. Und witzigerweise kam genau zu derselben Zeit, als ich das für mich erarbeitet habe, was sind meine Stärken und das, was ich gut kann und das, was andere in mir sehen, kam zu derselben Zeit genau diese Anfragen von den Kunden, weil die Kunden und die Leute, mit denen ich gesprochen habe und die mich aus der Arbeit von früher kannten, genau das in mir gesehen haben. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, Katrin, dann ist halt so ein persönliches Thema von dir. Aber ich habe auch noch zwei Beispiele aus meinen Coachings mitgebracht, um euch zu zeigen, wie diese Selbstkritik, die wir haben, uns im Weg stehen kann, zu entdecken, was wir wirklich können, was wir wirklich für Stärken haben und uns gar nicht unseren Purpose, der dazu da ist, unser Leben zu genießen und wirklich erfolgreich zu sein, wirklich wahrzunehmen. Ich habe dieses Jahr mit einem Senior-Projektleiter gearbeitet, über 4 Monate, der ist jeden Morgen in die Agentur gegangen und dachte so, ja, irgendwann fliegt auf, dass ich keinen guten Job mache. Warum hat er das gedacht? Der hat, so wie ich früher eigentlich, Wert auf die Menschen gelegt, mit denen er arbeitet, auf die Teams, dass eben sich alle wohlfühlen, dass eine vertrauensvolle Umgebung da ist, was er vielleicht nicht so gut kann. Er hat nicht so ein technisches Verständnis oder nicht so ein tiefes technisches Verständnis und er leitet digitale Projekte. Er hat aber ein Backend-Lead, ein Frontend-Lead und auch einen technischen Projektleiter. So, und dann habe ich mich mal mit ihm hingesetzt und wir haben geschaut, okay, wie sieht es denn in deinem Team aus? Funktioniert es gut in dem Team? Und hat er gesagt, ja, die arbeiten alle ganz selbstorganisiert zusammen mit dem Kunden, sind da im direkten Austausch und ich muss eigentlich immer nur mal gucken, dass Konflikte gelöst werden, wenn irgendwie jemand Stress hat, zu viel hat, dass ich da reingehe und dass wir unser Ziel verfolgen. Und wenn man sich das mal überlegt, er hat mit seinen Stärken geschafft, dass da ein Team selbst organisiert arbeitet. Natürlich hat das Team da auch einen Anteil dran. Und das versuchen viele Unternehmen und schaffen das über Jahre nicht. Und die stecken da sehr, sehr viel Geld rein. Und er hat das aber nicht gesehen, dass das seine Stärke ist. Und genau von diesen Beispielen könnte ich euch jetzt noch Tausende erzählen, weil das ganz, ganz oft in meinen Coachings passiert. Und Teil des Coachings ist sowohl in den Teams als auch mit Einzelpersonen. Das heißt, wir kritisieren uns oft so sehr, dass wir gar nicht sehen, was wir eigentlich reingeben in die Welt, in die Teams, in unsere Beziehung. Und das ist auch die Kernmessage, das Kernlearning, das ich über die letzten Jahre in der Selbstständigkeit für mich gelernt habe. Man ist mehr als sein Purpose. Ich bin mit einem Purpose gestartet. Der hat mir am Anfang Motivation gegeben
Und dann kam alles plötzlich anders und dann war ich auf mich zurückgeworfen und habe mich dann hingesetzt und überlegt und geschaut, was sind meine Stärken, was kann ich, welche Ressourcen, welche Kompetenzen habe ich und was ist der Wert, den Einfluss, den ich als Person geben kann. Und natürlich auch, was ist meine Leidenschaft und nach wie vor ist meine Leidenschaft, Achtsamkeit, Yoga, Meditation, das werdet ihr nachher auch noch sehen. Aber wir sind mehr als unser Purpose und dieses Mehr, was wir sind, macht überhaupt erst den Kopf frei zu verstehen oder zu sehen, was unser Purpose sein könnte, weil wir dann selbstbewusst sein können, weil wir dann stark sein können und weil wir nicht gestresst sind von dem inneren Kritiker, der denkt, ach, naja, was mache ich hier eigentlich? Ich kann meinen Job gar nicht machen. Also das heißt, sich seiner selber bewusst zu sein und welche Stärken, Ressourcen, welche Kompetenzen man hat, welchen Wert man jeden Tag in die Beziehungen, in die Teams, in die Projekte trägt, das ermöglicht uns überhaupt erst zu sehen, wer wir sind und ja, was dieses Mehr ist, das uns dann zu einem Purpose führen kann. So, und ich möchte noch einen kurzen Ausflug mit euch machen, bevor ihr dran seid. Ich habe von dem inneren Kritiker gesprochen, dass wir uns so kritisieren. Und ich glaube, das kennt jeder von sich. Und auch in der Zusammenarbeit in Teams kennt man das, ne? Dass man eher die Sachen sieht, die nicht so gut funktionieren, als die Sachen, die gut funktionieren. Und dafür wollen wir uns nicht kritisieren, weil das ist erstmal ganz normal, dass wir so ticken. Warum ist das so? Es gibt das sogenannte, oder wir sind Negativity gebiased. Das heißt, wir Menschen haben einen starken Fokus auf Negativität. Ich habe euch eine Zahl mitgebracht. Wir haben 70.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Davon sind 72% unbewusst und 28% sind bewusste Gedanken. Von diesen bewussten Gedanken sind nur 3% positive Gedanken, kreierende Gedanken. Und der Rest sind sehr kritische Gedanken und ja, wertende Gedanken, Erwartungshaltungen, die wir haben, Bewertungen, die wir rausgeben. Und das ist ganz normal, das hat zwei Ursachen. Es ist einmal evolutionsbedingt und einmal ist es fest in unserer Gesellschaft verankert. Evolutionsbedingt ist es so, dass unsere Vorfahren, die früher, ganz, ganz früher, als sie noch in Höhlen gelebt haben, die Wohnung verlassen haben, die Höhle verlassen haben, sind sie jagen gegangen, Essen jagen. Und früher waren halt eher große Tiere unterwegs, die sie dann gejagt haben. Wenn sie da nicht auf der Hut waren und ein Risiko rechtzeitig erkannt haben, aber auch ihr auf der Hut sein nicht perfektioniert haben, dann sind sie im Zweifel nicht nur ohne Essen nach Hause gekommen, sondern gar nicht nach Hause gekommen, weil das Tier sie übermannt hat. Das heißt, wir haben, so, und dazu kommt, dass unser Gehirn ein Energiesparorgan ist, also es automatisiert gerne Sachen, dass es nicht immer wieder von Null auf denken muss. Gutes Beispiel dafür ist das Autofahren. Ne? Denkt mal an eure erste Fahrstunde, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, das war anstrengend und heute machen wir das alles automatisch, ganz automatisiert. Und diese Suche nach Risiko, die Suche nach Fehler, das hat unser Gehirn automatisiert. Und dazu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben sehr wertend ist. Spätestens die Leute, die Kinder von euch haben, kennen das wahrscheinlich so unter den Eltern. Spricht dein Kind schon? Ja, nee, mein Kind spricht noch nicht. Oder man möchte, dass das Kind 4 Sprachen spricht. Und wenn das Kind da nicht mitmacht, also man hat eine Erwartungshaltung, dann lernt man als Kind das erste Mal, dass man von seinen Eltern bewertet wird. Das geht in der Schule so weiter. Und wenn ihr jetzt mal auf euren Jobkontext guckt, dann geht es da auch so weiter. Wir haben eine Erwartung an unser Gegenüber. Ganz oft wollen wir, dass unser Gegenüber genauso funktioniert, tickt, denselben Fokus hat wie wir, dieselben Stärken. Und wenn das Gegenüber das nicht hat, dann gibt es erstmal eine kritische Bewertung. Und diese Bewertungen erzeugen in uns denselben Stress und wir haben genauso Angst davor, wie unsere Vorfahren früher vor dem Tiger. Also merkt euch für die restliche Arbeitswoche immer mal den Tiger und schaut, wann er aufkommt und wann er wach wird. So. Also es ist ganz normal und wenn wir es anders haben wollen, um unsere Stärken zu entdecken und zu entdecken, was wir können und wer wir sind und wer unser Purpose ist,
brauche es mal eine Pause dieser Gedanken. Und das machen wir jetzt. Wir wollen jetzt einmal unseren Gedanken eine Pause geben, also um Platz zu machen im Kopf für all die Stärken und die Erfolge, die da sind. Und wir wollen jetzt mal Platz machen in unserem Kopf und entdecken, welche Erfolge hatten wir denn, welche Stärken haben wir denn und darüber uns vielleicht ein bisschen dem nähern, wer wir sind und vielleicht auch dem nähern, also diesem Mehr nähern und vielleicht auch eurem Purpose nähern. Dazu möchte ich euch einladen. Jetzt beginnt die Working Session. Lasst euch einfach darauf ein, macht mit. Wir machen jetzt ein paar Körper- und Atemübungen. Legt Zettel und Stift bereit. Ein Ihr müsst gleich ein paar Fragen zu euch beantworten. So, jetzt schalte ich euch mal in den Galeriemodus, dass ich euch alle sehe. Sehr schön. Also, habt ihr alle Zettel und Stift bereit? Sehr gut. Für die Leute, die auf dem Stuhl sitzen, rutscht mal ein bisschen nach vorne auf eurem Stuhl, dass die Knie über den Fußgelenken sind und macht mal den Rücken schön gerade. Für die, die auf dem Boden sitzen, vielleicht mal auf die Couch setzen oder auch auf den Stuhl setzen. Alternativ könnt ihr euch auch hinstellen, wobei meine klare Empfehlung ist, euch hinzusetzen. Und dann könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr für die Pause, die wir jetzt machen, für die kurze Pause, ob ihr die Augen schließen wollt oder die Augen offen lassen wollt. Schließt gern die Augen und fangt langsam an, eure Schultern über vorne nach oben und hinten zu kreisen und bleibt mit eurer oder geht mal mit eurer Aufmerksamkeit zur Bewegung der Schultern und versucht den kompletten Kreis, den die Schultern hier machen, wahrzunehmen. Und dann fangt an, die Schultern in die andere Richtung zu kreisen. Also über hinten, nach oben und vorne, unten. Und dann nehmt jetzt eure Hände hinter eurem Rücken zur Faust zusammen und zieht die Faust mal hinter eurem Rücken rechts an eurem Oberkörper vorbei, zieht die Schultern nach unten. Ich gehe mal auf die Zehenspitzen, dass mich hier alle schön sehen. Und dann schließt die Augen und fangt langsam an, euren Kopf zu kreisen. Und dann schau mal, wo du Dehnung wahrnehmen kannst, die durch das Kreisen entsteht. Und dann roll den Kopf in die andere Richtung, also über die rechte bis zur linken Schulter ist bei mir. Schultern schön nach hinten unten ziehen, Bauchnabel nach innen ziehen. Und komm zurück zur Mitte und bring deine Faust an die linke Seite deines Körpers. Zieh die Schultern nach hinten unten und fang jetzt wieder an, deinen Kopf über links nach rechts zu drehen und versuch wahrzunehmen, wo eine Dehnung entsteht, welche Muskeln arbeiten. Und roll jetzt den Kopf in die andere Richtung. Sehr schön, dann komm zurück zur Mitte. Verschränk deine Finger aneinander und bring deine Hand an die Kopfrückseite, also an deinen Hinterkopf. Die Ellbogen ziehen nach vorne und unten und das Kinn geht Richtung Brustkorb. Den Oberkörper schön gerade aufrichten. Und die Hände ziehen den Kopf nicht nach unten, sondern liegen so als Gewicht drauf. Und dann kannst du hier wahrscheinlich eine schöne Dehnung in der Halswirbelsäule wahrnehmen. Und lass das Kinn mit jedem Atemzug etwas mehr nach unten sinken. Halt die Augen gern geschlossen. Dann bring jetzt deine rechte Hand an deine Stirn und hilf mit der rechten Hand, deinen Kopf nach oben zu kommen.
Einatmen, nimm mal die Arme nach oben, streck dich. Und mit der Ausatmung öffne dich zur rechten Seite. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann leg jetzt deinen rechten Arm hinten an die Stuhllehne und die linke Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Schau zur Seite. Einatmen in den Brustkorb, in den Bauch. Und dann komm einatmen zurück, nimm nochmal die Arme nach oben, streck dich. Und öffne dich zur linken Seite. Und jetzt deinen linken Arm hinten an die Stuhllehne und die rechte Hand vorne an den Oberschenkel. Atme tief in den Bauch bis in den Brustkorb ein. Und dann komm langsam zurück zur Mitte. Und wollen wir jetzt auch die Unterseite unseres Körpers einmal aktivieren. Leg dafür dein rechtes Fußgelenk auf deinen linken Oberschenkel. So wie wenn du lässig in der Bar sitzt. Und bring jetzt deinen Oberkörper, streck ihn nach oben und lehn ihn nach vorne Richtung Wade. Und wahrscheinlich kannst du eine Dehnung hinten in deinem Gesäß wahrnehmen. Eine Aufmerksamkeit in diesem Bereich, der gedehnt wird. Und dann löse langsam auf und wechsle die Seiten. Bring dein linkes Fußgelenk auf den rechten Oberschenkel. Gesäß schön nach hinten schieben. Brustkorb nach vorne, oben und bring den Oberkörper Richtung Wade. Bis du eine Dehnung hinten spürst. Sehr schön, dann nimm es langsam auf. Schließ einmal die Augen und nimm wahr, welche Bereiche sich in deinem Körper jetzt warm und aktiviert anfühlen und welche vielleicht noch ganz steif. Und dann atme noch dreimal tief in den unteren Bauch bis in den Brustkorb ein. Und ganz tief durch die Nase aus. Nochmal einatmen. In den Bauch bis in den Brustkorb und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Und dann öffne langsam, wenn du die Augen geschlossen hattest, deine Augen. Lass den Blick langsam wieder klarer werden. Und nimm jetzt deinen Stift zur Hand. Und wir werden jetzt an drei Fragestellungen arbeiten, für die du jeweils 2 Minuten Zeit hast. Du brauchst nicht auf die Zeit achten, einfach nur deine Gedanken zu Papier bringen. Ich achte auf die Zeit, ich hole euch zurück. Also Zettel und Stift bereitlegen. Und die erste Frage, die uns helfen soll, unser Mehr zu entdecken und das, was wir alles können und welche Stärken wir haben, ist, welche Erfolge hast du in den letzten Wochen, in den letzten Monaten erzielt? Welche Situationen hast du gut gemeistert und wie? Welche Stärken und Kompetenzen konntest du einbringen? 2 Minuten Zeit, schreib alles auf, was in deinen Kopf kommt, auch ganz kleine Sachen wie, keine Ahnung, meine Eltern haben sich nicht so gut verstanden und ich habe sie wieder zueinander gebracht, weil sie sich nicht über die Ausgangsregelung einigen konnten. Oder. Also schreib alles auf, was dir in den Kopf kommt. Ich starte ein bisschen Musik.
Fokussiere dich ruhig auch. Denk dran, deine Stärken. Was war dein Anteil daran, dass die Erfolge, so gut entstanden sind? Und dann gehen wir auch direkt zur nächsten Frage, weil ich habe euch ja vorhin erzählt, dass meine Kunden und auch schon meine Kollegen früher bestimmte Sachen in mir gesehen haben, die ich gar nicht in mir gesehen habe. Deshalb ist die Frage jetzt, Feedback, wofür wirst du oft gelobt, wofür hast du in letzter Zeit positives Feedback erhalten und wonach wirst du auch oft gefragt? Also schreib dir mal auf, wofür und von wem du positives Feedback erhältst, wonach wirst du oft gefragt? Zwei Minuten Zeit, ich achte für euch auf die Uhr. Es muss nicht nur der Business-Kontext sein, es kann auch im Privaten bei Freunden sein. Ich wurde zum Beispiel letztens von Freunden dazugeholt, die umgezogen sind, um den Umzug zu organisieren. Familie in die Hand nimmst oder nachdem du da auch gefragt wirst, zum Beispiel zu organisieren, dass sich mal wieder alle treffen, also die Leute zu verbinden. Zum Ende und wir kommen zur dritten und letzten Frage. Werte und Stärken. Bei den Dingen, die du dir jetzt aufgeschrieben hast, was ist dir aufgefallen, was du in deine aktuellen Projekte vielleicht mehr einbringen möchtest oder gerade schon einbringst und das gar nicht auf dem Zettel hattest und gar nicht gemerkt hast? Also welchen Wert, welche Stärken bringst du aktuell schon in Projekte und in Situationen, die dir völlig entfallen sind, weil du halt eher gesehen hast, was du nicht machst? Und was möchtest du vielleicht wieder mehr in Projekte, in Teams, in Beziehungen reintragen? Also was möchtest du mehr aufleben lassen von dem, was du dir jetzt gerade aufgeschrieben hast? 2 Minuten Zeit. Ich gucke für euch auf die Uhr. Schreibt alles auf,
auch wenn ihr denkt, oh, hat doch nichts mit meinem Job zu tun, was euch in den Kopf kommt. Und ich danke euch, dass ihr euch bis jetzt darauf eingelassen habt. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was waren oder sind so die Erkenntnisse, die Gedanken, was dir aufgeschrieben hat. Vielleicht wollt ihr ein, zwei Gedanken mit uns im Chat teilen, für mich auch als Rückkopplung, als Feedback, was gerade so bei euch hochgekommen ist, was ihr aufgeschrieben habt. Traut euch, sieht ja niemand, ne? Was ihr hier reinschreibt. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht war. Oder ihr wollt es gerade noch sacken lassen. Genau, am Anfang fiel es mir sehr schwer, aber je länger man überlegt, desto mehr fällt einem ein. Erlebe ich auch ganz oft. Ist auch nicht so einfach, die so persönliche Sachen zu teilen. Ich warte noch 3 Sekunden, falls noch jemand was teilen möchte. Wenn nicht, ist das natürlich auch völlig okay. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts Wertvolles beizutragen. Auch gut. Erkenntnis, dass ich schon ganz gut über mich Bescheid weiß und wieder Dinge hochkamen, die ich schon mal gedacht habe. Genau, das passiert auch ganz oft. Eigentlich wissen wir es schon, aber es versinkt manchmal unter unserem Human Negativity Bias. Kreisschluss ist eng miteinander verknüpft, man muss es sich nur bewusst machen, genau, ja. Okay. Yeah, we need to take more time to think about positive feedback and to not get caught in the negativity bias. Genau, das, Rachel, danke, das ist auch eine tolle Überleitung für den Abschluss. Also vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich möchte euch noch 2 Sachen mit auf den Weg geben. 2 Zitate. Damit möchte ich dann auch beenden und in die Q&A-Session übergeben. If you know what you bring to others, you don't have to prove anything. Also das heißt, wenn du dir deiner Stärken, deines Wertes bewusst bist, dann musst du niemandem etwas beweisen und nicht darauf hoffen, dass du die Erwartung von anderen Personen erfüllst. Das habe ich letzte Woche in einem Podcast gehört. Ich weiß aber nicht mehr bei wem, aber ich finde das Zitat trotzdem sehr wertvoll. Und eine Sache, die ich euch gerne mitgeben möchte, zusammen sind wir stark. Also das eine ist, an sich selber zu entdecken, welche Stärken man hat, was man gut kann, welchen Wert man in Teams bringt. Und das andere ist aber auch, das bei seinen Kollegen, bei seinen Partnern und bei seiner Familie zu entdecken und sich auch dafür Zeit zu nehmen. Also vielleicht schafft es in dieser Woche, 1-2 Mal bei den Menschen, die euch so umgeben, auch zu entdecken, welche Stärken sie haben. Damit möchte ich euch entlassen und eine Sache möchte ich euch noch mitgeben, weil Rachel hat es gerade geschrieben, es war gerade ein guter Start und es war aber zu wenig Zeit und deshalb habe ich euch, dass ihr den Weg zu eurem Mehr weitergehen könnt, ein Workbook mitgebracht, was Rachel auf die Creative
Community Creative Mornings Webseite stellen wird, was ihr runterladen könnt oder per Mail versenden, da waren wir uns noch nicht so sicher, dass ihr, wenn euch das jetzt geholfen hat, dass ihr damit weitergehen könnt, um so euer Mehr zu entdecken und vielleicht sogar euren Purpose zu entdecken. Also vielen Dank. Ich hoffe, ich kann euch damit gestärkt in den Dienstag und in die restliche Woche entlassen. Danke. Katrin, das war wunderschön, möchte ich erstmal sagen. Also diese Achtsamkeit-Übung find ich persönlich super. Und ich fand auch diese Frage so nicht so einfach. Es war ziemlich schwer zu antworten, weil ich finde, also gerade in der Zeit ist es irgendwie schwierig, auf man selbst ein bisschen so mehr, was ist das Wort auf Deutsch? To trust yourself. Mhm. Generell. Also vielen Dank dafür. Also ich mache den Flur. I open the floor to you all for questions. So, I'm going to unmute my lovely Maike. Hallo. Ja, super. Ja, eine Frage ist schon reingekommen, und zwar von Caroline Luber. Die hat gefragt, ob du uns noch ein Beispiel für die Werte und Stärke geben kannst, Katrin. Für die Werte. Ein Wert ist zum Beispiel, ich kann ein ganz persönliches Beispiel bringen. Das Beispiel, der Mehrwert ist zum Beispiel, wenn ich Teams helfe, dass sie ihre Stärken sehen und dass sie gemeinsam miteinander arbeiten können, dann ist das nicht das, was ich ins Team bringe, sondern das, was ich ins Team bringe, ist, dass sie sich gegenseitig vertrauen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich weiterentwickeln können und dass sie im Bestfall sogar rein auf die Zahlen geguckt, bessere Zahlen, eine bessere Qualität und bessere Ergebnisse liefern können. Also es ist nicht die direkte Handlung, um die es geht, sondern welchen Wert. Oder ich mache vielleicht auch meinem Chef manchmal das Leben leichter, indem ich ihm gewisse Sachen abnehme. So, ne? Also auch da, und schaffe ihm die Zeit oder ihr die Zeit, sich um sich als Führungskraft zu kümmern und gute Führungskraft zu werden oder sich um die wirklich großen, wichtigeren Themen zu kümmern. Das ist noch so ein Beispiel. Oder als Projektleiterin schaffe ich den Rahmen, dass die Kreativen sich voll auf ihre Sache konzentrieren können. Ja. Super. Caroline, ich hoffe, wir haben damit deine Frage beantwortet. Und Beate hatte auch noch eine Frage, aber die hast du, finde ich, gerade auch schon sehr gut mit angerissen. Und zwar, was würdest du sagen, ist besonders wichtig, wenn man in einem großen Team arbeitet? Das Zitat, was ich als letztes tatsächlich mitgegeben habe, also es ist erstmal wichtig zu wissen, wer man selber ist, was man selber reingeben kann, um nicht zu kritisch mit sich zu sein und voll bei der Sache bleiben zu können. Aber auch um den anderen und die Stärken der anderen zu sehen und dann alles zusammenzubringen und auch zuzulassen. Das ist das Wichtigste. Und sich im Team auch mal darüber unterhalten, welche Stärken und Kompetenzen sind denn da? Und auch die gemeinsamen Erfolge feiern. Also auch das, was wir heute gemacht haben, mal die Erfolge aufzuschreiben, ist super wichtig, um nicht nur die Fehler und die Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben, zu sehen. Sehr schön. Sven fragt, hast du einen Wandel im Thema Achtsamkeit festgestellt, dass Firmen hier auch in den Mehrwert und sich und in die Mitarbeiter mehr investieren? Ja. es wird tatsächlich immer ein präsenteres Thema. Ich selber erlebe so und arbeite so auch gerne. Es ist ein Teil eines Teamcoachings oder es ist ein Tool, eine Technik, eine Haltung für ein Leadership-Thema. Aber ja, also es ist immer eine Kombination und danach wird es auch bei mir angefragt, aber ich gebe es auch nur so weiter. Also in der Kombination mit Leadership und Teamcoaching, Achtsamkeit als Technik, sich selber, seiner selbst und seiner Stärken und Werte zu nähern. Mhm. Super. Die Sandra, die fragt gerade noch mal eben, wie du es schaffst, dass deine Denkanstöße in den Arbeitsalltag überleben. Das ist auch noch eine recht gute Frage. Eine sehr gute Frage. Es passiert tatsächlich auch, dass man so punktuell als Coach reingeholt wird und dann ist das Team auf sich alleine gestellt. In der Situation kann man mit den Teams, mit den Führungskräften besprechen, wie sie es weitertragen wollen. Sinnvoll ist es aber, dass jemand von außen immer mal wieder als Korrektiv nachfragt und reinhört.
das hilft. Aber es ist tatsächlich auch die Verantwortung eines jeden selber, das Thema weiterzutragen. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Irgendwann, es soll ja auch keine Pflicht werden. Es ist so beides. Es hilft, jemanden von außen zu haben. Und es hilft, in den Coachings schon zu besprechen, wie man weitergeht. Aber es ist auch die Verantwortung von jedem selber, den Weg weiterzugehen und sich regelmäßige Routinen zu suchen, zu etablieren und sich regelmäßig diese Fragen zu stellen und zu gucken, wo möchte man nachschärfen, was möchte man wieder etablieren, was möchte man hervorholen. There we go. If anybody has any further questions or anything that she would like to ask to Katrin, here's her information. She is ready, contact her directly. And we are super excited and thank you so much for being a part of our Creative Mornings event today. We have a really special send-off because I think it's horrible to just click out. So because we're in the middle of the day and you are all properly caffeinated. I'm gonna do a dance out. So if everybody could please dance with me into your afternoons. And thank you. And I'm checking. Oh, yeah. We will see you next time for Creative Morning in May. Thank you all for coming. Thank you. I'm going to unmute you all in case you want to say something. Okay, you're unmuted. Thank you. Thank you. Great day.